Speyer, Bruchsal, keine Zeugen Jehovas. Aber im Bruchsal Christen und Diskussion mit Muslimen. Nachdem ich gestern neue Hoffnung geschöpft hatte, dass die Wachturmgesellschaft bei sich besserndem Wetter wieder unvermindert ihre Betrugsversuche fortsetzt, damit ich weiterhin die Leute warnen kann, musste ich heute feststellen, dass nur in Speyer ein Zeuge Jehovas zu sehen war. Und der haute sofort ab wie ein ausfahrender Dämon. Er verschwand sofort, als er die Schilder sah. Es fehlten nur das Kreischen und der Schwefelgeruch. Was muss in einem Menschen außer Betrieb gesetzt sein, dass er auch beim 100. Weglaufen nicht merkt, dass seine Wahrheit gegen simpelste Fakten nicht anstinken kann? Kann ein solcher Mensch immer noch behaupten, dass er wirklich an die Wachturmreligion glaubt? Wenn dieser Zeuge Jehovas mit Trump und Merkel untergehakt durch die Stadt gehen würde. Das wäre ein Bild. Aber die Bedeutung des Bildes würden alle drei wahrscheinlich nicht verstehen. Jemand müsste wohl erst zum Chefsicherheitsoberberater-Boss in die Regierung eintreten, um ihnen das zu erklären. Jehovas Zeugen und andere peitschen ihr Programm durch, auch wenn sie tausendmal durch die Realität widerlegt werden. Die Grundlage für dieses Verhalten ist das Gefühl, etwas Besseres zu sein. Ob sie Betrüger oder Betrogene sind, kann niemand sagen. Zu gewöhnlich ist dieser Zustand des besseren Menschen, der sein Programm um jeden Preis durchsetzt. In Speyer, der Stadt der katholischen Religion und der Wachturmpropaganda, verkümmert das religiöse Geschäft kläglich. Nur der Katholizismus vegetiert hinter dicken Mauern und hohen Geldbergen weiter. Dabei hatte ich vor, Touristenführungen anzubieten, bei denen die Konfrontation und die schauspielerische Kunstfertigkeit der Zeugen Jehovas erlebt werden könnten. Das wird nun nicht mehr möglich sein. Auf der Fahrt von Speyer nach Bruchsal hatte ich keine Eile, denn ich rechnete fest mit der Präsenz des Wachturmbücherstandes. Die Überraschung war jedoch, dass zwar der wilde Kampf der Religionen in Form des islamischen Werbezeltes tobte, doch Jehovas Zeugen durch Abwesenheit glänzten. Nur einige Christen hatten außer den Moslems ihren Bücherstand in der Fußgängerzone Bruchsal aufgestellt und diese Christen verbreiteten keine Religion, sondern den klaren, persönlichen Glauben an Jesus Christus. Was für eine Erholung! Einer der Christen kannte sich wohl mit dem Islam aus und hielt sich am Werbestand der Armadaisten auf, um den Männern dort ihre Verlorenheit klarzumachen. Moslems verstehen nicht, dass Religion nichts helfen kann. Moslems sind blind für die Frage, ob Religion irgendetwas mit Gott zu tun hat und ob das Handeln Gottes mit Religion etwas zu tun hat. In diesem Punkt teilen sie ihre Blindheit mit der Zeugen Jehovas. Beispielsweise erklärte ich dem Wortführer der Armadaisten, dass wir uns nur auf Gott verlassen können und dass wir uns durch Religion nicht zu Gott hochhangeln können. Wenn einer rettet, dann ist es Gott selbst und kein Ritus, kein vorgeschriebenes Gebet und kein Jihad und kein Bombenattentat. Das Einzige, was man, wie bei Zeugen Jehovas, zu hören bekam, war dieses Ja, aber, und das wie in den schönsten kabarettistischen Nummern, in denen die indische Sprechweise parodiert wird. Ja, apa, ja, apa, ja, apa, ja, apa. Dabei lief die Argumentation immer darauf hinaus, dass der Mensch mit seinem Kleinhirn zuerst Gott verstehen muss und dann erst zu diesem Gott Ja sagt. Bei Jesus ist es genau entgegengesetzt. Bei Jesus kommt erst der Glaube, das Glaubensja zu ihm und dann das Erkennen. Der Muslimgott ist in klare Vierecke mit Nummern eingeteilt und damit so einfach und klar wie der Wachturm Jehova. Das Gottesprodukt des Islam ist ganz ähnlich menschlich aufgebaut wie das Wachturmprodukt Jehova. Dass eine menschliche Eigenproduktion aber nicht retten kann, kam bei diesen Leuten nicht an. Wie bei Zeugen Jehovas. Ja, apa, ja, apa, ja, apa, ja, apa. Dieses fantastische Erleben und Erkennen, das jeder Mensch mit Jesus haben kann, konnte ich den Leuten nicht näher bringen. Einer Frau, die eisenhart darauf beharrte, dass sie ohne Jesus glücklich ist und den Tod halt als Abschluss akzeptiert, gab ich nach wenigen Argumentationsversuchen nur noch die Hand und verabschiedete mich freundlich. Ich hoffe, dass sich diese Frau in späteren Zeiten an diesen freundlichen Händedruck erinnert, wenn sie den Tod näher kommen sieht. Hoffentlich erkennt sie dann, dass sie sich nichts erzählen lassen wollte, und fragt sich dann, was wollte mir der Mann erzählen und warum habe ich das so pauschal abgelehnt? Vielleicht kommt sie dann darauf, dass es allemal besser ist, den wissenschaftlichen Selbstversuch mit Jesus Christus zu wagen, als immer nur unbedingt im eigenen Lebenskonzept zu verharren. Wer Jesus annimmt, verliert nichts. Wer Jesus annimmt, ernüchtert und lässt die philosophische Besoffenheit hinter sich. Wer Jesus annimmt, erhält Hoffnung.
Wer Jesus annimmt, beschreitet den einzigen Weg überhaupt. Und ich spiele nicht auf das an, was Christen erleben. Das lässt sich nämlich für jemanden, der Jesus nicht kennt, gar nicht verständlich machen.